Möchtest du eine? Sandberg, das ist aber echt wirklich teuer. Ja, wenn Sie endlich wie versprochen die Flachbetten in die Business einbauen würden, könnte man ja damit fliegen. Aber so ist Ihre Business Class einfach eine Strafe. Ja, lassen Sie es gut sein. Buchen Sie es einfach, okay? Ciao. Ich hasse Deutschland. Ist schlimm? Hm? Nee. Ist nicht so schlimm. Es sah ja auch so aus, als ob ich... Naja, egal. Schwamm drüber. Ja. Okay. Wussten Sie, dass die Deutschen von allen Völkern mit Abstand das meiste Geld fürs Reisen ausgeben? Weil es hier so hässlich ist. Überfüllt mit unhöflichen, ruppigen Menschen. Innenstädte ausgebombt, ehemaligen Bombenkrater zugeschmiert mit Beton. Stuttgart, also genau, oder Stuttgart. Berlin. Ich meine, ich weiß gar nicht, was sie mit ihrem Bahnhof haben. Die Stadt ist doch so hässlich, wenn man die komplett abreißen würde, würde doch keinem weiter auffallen, oder? Ja. Und wenn man dann mal im Ausland ist, dann schämt man sich, dass man aus Deutschland kommt. Weil man steht einfach nicht zu diesem Land. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Weil ich glaube, dass es in Deutschland keinerlei Vorbilder gibt. Also keine Comicfiguren wie zum Beispiel Mickey Mouse. Etwas, mit dem sich alle identifizieren, das jeder kennt. Auch im Ausland. Da fällt mir jetzt nichts ein. Fix und Foxy sind doch deutsch. Ja, aber die kennt man doch nicht im Ausland. Also, wenn ich das so sagen darf, die einzige berühmte deutsche Figur ist Adolf Hitler. Punkt, Komma, Strich, Hitlerbärtchen. Und jeder auf der ganzen Welt erkennt das sofort. Das ist eine interessante These. Stimmt. Ja, und dann gibt es noch ein Problem. Das ist die deutsche Fahne. Oh Gott, na, die ist doch sowas von hässlich. Die ist doch sowas von hässlich. Ist doch grauenvoll, das ist eine ästhetische Katastrophe. Ich meine, schwarz und rot, das passt ja noch zusammen. Aber das Gelb... Ja, eben. Und ich glaube, dass es Absicht ist. Ach. Ja, weil im Dritten Reich... Da sah ja alles recht gut aus. Also, na klar, wenn man jetzt erstmal nur vom Design ausgeht, nicht von den Taten. Die Uniformen zum Beispiel, die waren gut geschnitten. Und auch die Fahne sah irgendwie gut aus. So weiß ich jetzt nicht. Doch, hat er recht. Und damit sowas in Deutschland nie wieder passieren kann, ist eben hier alles extra hässlich. Richtig hässlich eben. Und nichts sollte mehr gut aussehen. Mhm. Auch die Fahne nicht. Und deswegen kann sich hier keiner mehr mit irgendetwas identifizieren. Außer den perfekten Technologien, die in Deutschland hergestellt werden. Dem Giftgas, den schnellen Autos, die so sicher sind, dass man sogar einen Frontalaufprall mit 200 Sachen überlebt. Den sanierten Altbauten mit den Glasfahrstühlen, die die Leute in ihre Dachgeschosse transportieren. Dem TÜV, der DIN-Norm, der Mülltrennung. Die Mülltrennung ist ja nur dazu da, um den Müll nach Afrika abzutransportieren. Das ist dieser Geist, diese Sprache, die nach wie vor in den Entwicklungsabteilungen von Mercedes-Benz und Siemens gesprochen wird. Otis, Otis, Otis. Ja? Das hat es ja erst möglich gemacht, dass man Millionen von Juden umgebracht hat. Georg. Spricht ja aber keiner mehr. Ja, und auch nicht von Gott. Den gibt es auch nicht mehr. Ja. Ich wünschte, es gäbe einen.